Hallo und herzlich willkommen zu SBL. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute dabei bist. Und heute geht's los mit dem ersten Türchen, erster Advent. Ja, kennst du das auch, dass du manchmal ein Problem hast und du kommst irgendwie nicht weiter? Du hast keine Ahnung, was du machen sollst. Und dann aber gleichzeitig, wenn deine Freunde ein Problem haben, deine Kollegen ein Problem haben, jemand aus deiner Familie ein Problem hat, dann kommen sie zu dir und du kannst sofort XY als Lösungsvorschläge anbieten. Woran liegt das? Wir haben in unserem Leben verschiedene Erfahrungen gemacht und die haben sich natürlich auch in unseren Synapsenverbindungen in unserem Gehirn niedergeschlagen. Das heißt, wenn eine Situation kommt und wir diese bewerten, interpretieren und entscheiden, wie wir damit umgehen wollen, durchläuft unser Bewusstsein ganz, ganz viele dieser vorgefertigten Gedankenschleifen, dieser Netzwerke. Und natürlich haben wir auch negative Erfahrungen gemacht. Da sitzen Ängste, da sitzt ein Gefühl von Scham, da sitzt ein Gefühl von, ich kann das nicht. Und diese ganzen Denkschleifen plus die dazugehörigen Gefühle sind in solchen Situationen natürlich sehr präsent. Was können wir jetzt also machen, um trotzdem selber eine Lösung zu finden? Na klar, wir drehen einfach den Spieß um. In einer ruhigen Minute können wir uns eine Situation überlegen, die ähnlich der unseren ist, nur dass sie halt unserem besten Freund oder irgendjemand, der dir wirklich am Herzen liegt, passiert. Und dann überlegst du dir, überlegst du dir, was du in diesem Fall deinem Freund, deiner Freundin raten würdest. Denn sobald wir diesen Perspektivenwechsel machen, kommen wir ins rationale Denken und weg von diesen, ich nenne es jetzt mal, behindernden Denkschleifen. Also, was würdest du einem Freund empfehlen? Eine andere Herangehensweise wäre auch, dass du dir überlegst, wie würde eine Person, die du bewunderst, die du toll findest, in dieser Reaktion, in dieser Situation reagieren? Was würde diese Person sagen? Was würde diese Person denken? Und wie würde diese Person sich verhalten? Denn im Perspektivenwechsel sind wir frei von unseren Ängsten, im rationalen Denken, und das kann uns tatsächlich weiterhelfen. Ja, ich bin gespannt, ob dir dieser Input weiterhilft. Wenn nicht, gibt es noch ganz, ganz viele andere Tools. So, nun wünsche ich dir und deinen Lieben einen wundervollen 1. Dezember und morgen einen wundervollen 1. Advent. Aber da hören wir uns ja wieder. Also, habt ein selbstbewusstes Leben, genießt eure Zeit und macht diesen Perspektivenwechsel. Ganz viel Freude damit. Bye!